Wohlbekommt bei Folge 11 von Uncharted 4. Bei den Spielkindern. Es ist so schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist auch schön, dass Daniel wieder an meiner Seite sitzt. Es ist wieder die gleiche Session wie ja, die letzten zwei, drei Folgen. Wir sind also immer noch in verdammt guter Laune zumindest. Hallo. 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 Ja, ich auch. Ich habe jetzt schon zwei Gläser Wodka getrunken. Und das macht immer gute Laune. Deshalb, also, es hängt nicht am Wodka, es hängt am Wetter, es hängt an der Stimmung. Frühling ist in der Luft. Sommer ist in der Luft. Sommer. Was erzähle ich denn da überhaupt? So, wir sind in Schottland, da wäre ich auch so gerne mal. Ich war noch nie in Schottland. Und Bomben schlagen ein. Ich glaube, die sprengen die Kathedrale da hinten. Ja, ein wenig. Ja, der Rafe hat ja nur einen Anhaltspunkt, wo er suchen kann nach dem Piratenschatz von dem Pirat Avery. Und wie geht er hin? Ja, na, er denkt ja, also er kennt ja nur diese Kathedrale als einzigen Ort, aber kann sich ja nicht mal sicher sein. Uoppa, 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 uoppa. Kann sich ja nicht mal sicher sein, dass das da wirklich ist, aber es ist ja sein einziger Hinweis. Und den zweiten Hinweis, den er jetzt haben könnte, den haben wir ja jetzt. Und das heißt, er weiß ja nicht, was da drin steht. Das ist der Friedhof. Genau, dass wir eigentlich Avery's Grab liegt. Dass wir eigentlich zum Friedhof müssen. Ja, suchen wir einen anderen Weg nach unten. Das ist eine kleine Schotterpiste. Ja, richtig. Oh, und da ist ein Campfire. Genau, da können wir uns aufladen, auffüllen. Weiß ich nicht. Bei anderen Spielen wäre das jetzt so. So, bei Tomb Raider oder so. So. Bei Evolve. Stimmt. Jetzt oder kommt ein großes Monster gleich. Oder bei Dark Souls. Alternative auch. So, hier buddeln haben sie auch schon irgendwie gesucht. Da sind geodätische Instrumente zum Vermessen. Kannst du mit so einem Ding umgehen? Mit so einem Geodäten? Mit so einem ein bisschen, ja. Vermessungsgerät? Ja, ich hab's ja auch schon mal gemacht. Bei so einem Geländepraktikum mussten wir damit eine ganze Woche lang irgendwelche Sachen vermessen. Du hast dich beschwert, dass es keine Schießelemente für dich gibt. Ja, jetzt darf ich auch mal ballern. Endlich Leute umbringen. Das muss ich sagen. Es klingt jetzt vielleicht spießig und konträr. Bitte. Aber ich stehe bei Abenteuerspielen, wenn man Abenteuer lösen muss, Gräber durchforsten muss und relativ wenig ballert. Ja, ich finde das auch angenehm. Das war mein größter Negativpunkt bei Uncharted 1. Dass es so relativ häufig vorkam. Ja, ja. Dass also im Prinzip das Geballere eine deutlich höhere Dominanz hat. Und bis jetzt hielt sich das ja noch in relativ starken Grenzen. Ach, hier ist ja kaum was bisher. Wir haben drei Stellen jetzt gehabt, wo man mal kurz 3-4 Typen. Jetzt eben hattest du die längste Ballerstelle bisher. Genau. Guck mal, da hinten ist der God of War Gedächtnis. Unsere Hand. Im neuen God of War sieht es ja ähnlich aus. Da ist alles voller Eis und Schnee und da läuft auch ein Hirsch rum, der gejagt wird. So, jetzt ist hier sieht schon wieder nach Deckung aus. Ne? Hier kommt bestimmt gleich wieder Gegner. Und ich bin... Oh, das habe ich schön gemacht. Ohne es so gewollt zu haben. Oh, guck mal, hier ist das Meer. Azurblau. Oh, Schottland ist schon ganz geil, ne? Wir können mal den West Highland Way laufen. Oder den Great Glen Way. Oder den Spice Highway. Ich wäre so gern mal nach Schottland gefahren. Das heißt, wärst. Jetzt ist es zu spät. Jetzt bin ich bald alt. Das kann ich nicht mehr. Was bist du denn bald? 28. Ja, ja, deshalb. Ich stell's mal vor. Nein, klar. Also Schottland ist so eines der Länder, die ich die nächsten Jahre auf jeden Fall mal mir erwandern und Auto fahren werde. Genau. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, mal so schön Autotour und an ein paar schönen Stellen dann mal einen Tag wandern und so. Da habe ich Lust drauf. Das klingt gut. So, wo ist denn jetzt da hier? Nee, guck mal, hier ist was. Schatz! Sprengstoff. Zigarren. Auch eine Art Schatz. Ja, Sally, wir haben dir eine Zigarre mitgebracht. Oh, das ist aber nett, Nate, danke. So, jetzt kann ich eins halten, aber ich kann nämlich die Tür wegballern. Okay. Booms. Die Tür ist offen, ja. Hoffentlich haben die nichts gehört. Hoffentlich ist das in den Explosionen untergegangen. Sieh mal, da ist ein Weg durchs Dach. Das ist zu hoch für eine Räuberleiter. Dann suchen wir was zum Draufklettern. Such dir was zum Draufklettern, okay. Jawohl! Ich wollte dich eigentlich fragen. Bitte, jetzt kommt's. Weil jetzt der perfekte Moment ist, was dein Lieblingsburgerladen ist in der Stadt. Du kannst das Ding wahrscheinlich nicht schieben, dieses blaue Teil. Das blaue Ding? Nee, kannst du nicht. Kann ich nicht. Mein Lieblingsburgerladen in der Stadt, weiß ich nicht, wie er heißt, aber der ist an der Oranienburger Straße am S-Bahnhof. Ja. Da habe ich neulich einen Burger gegessen, das ist erst vor 2 Wochen gewesen. Und da war ich super überrascht, wie geil der war. Ich weiß nicht, ob es mein Lieblingsburgerladen ist, aber es ist so der Recent-Burger, den ich gerade erst gegessen habe und der super geil war. Und der dich überzeugt hat. Der ist wirklich direkt am S-Bahnhof Oranienburger Straße. Weiß ich nicht genau, wie der heißt.
Am S-Bahnhof Oranienburger Straße. Der ist ganz neu, der ist auch in der Innere Oranienburger wirklich. Also, ist es da halt Richtung Alex, Richtung ein paar Alex. Meter, also vielleicht 50 Meter. Beim Sixties oder bei der Synagoge, oder? Ja, der ist direkt neben der Synagoge. Mhm. Hat relativ neu aufgemacht, ist erst maximal ein paar Monate alt. Der kann war man da gefahrlos lang gehen? Wieso nicht? Ich erinnere mich, dass ich da so oft angesprochen wurde. Hey, aber ist das schlimm, angesprochen zu werden von Prostituierten? Wenn man ablehnen kann, nee. Ja, wirklich mal. Also ich würde sagen, du musst ja nicht mit jeder schlafen, nur weil sie dich anspricht. Also ich muss das ja, ich bin ja zwanghaft, aber du doch nicht. Du bist doch vernünftiger Mensch. So, aber irgendwie... Dann, ich würde mal nachgucken, welcher Recent Burgerladen da aufgemacht hat. Guck das mal nach. Also irgendwie checke ich nicht so ganz, was hier los ist. Warte mal. Das Problem ist ja, dass ich ja da hinten durchs Dach soll, aber ich kriege ja nichts dahin geschoben. Weil das Ding von hier, das kriege ich ja dann nicht runter. Verstehe ich jetzt nicht. Also, das kann ich hier mitnehmen. Das kann ich ziehen und schieben. Aber hier ist ja nirgendwo, ich kann es ja hier nicht runter. Du kannst aber eine Dynamitstange nehmen und auf diese Tür schmeißen, dann kriegst du das durch. Das ist die Frage, wo kriege ich eine Dynamitstange her? Da, wo du die erste herbekommen hast, ist der Zigarettenbox. Warte mal, da hinten steht auch noch so eine Box. Vielleicht kriege ich die auch daher. Nee, die ist leer. Die schmeißt da sogar runter, weil er schlechte Laune hat. Scheiße, die ist leer. Ja, vorhin konnte ich da nur eine Dynamitstange rausnehmen, weißt du das? Genau, aber ich nehme an. Ah, jetzt kann ich mir da nachholen. Und zwar insgesamt 4. Oh, jetzt habe ich 4. Goll, jetzt mache ich richtig Ärger hier. Jetzt mache ich richtig Ärger. Alter, Falter. Daniel, möchtest du nicht mal deine Kasachstan-Geschichte zu Ende erzählen? Der Background der Geschichte ist die Kasachstan-Geschichte mit dem ganzen Burger. Und zwar war gestern, wie aus dem Nichts, kam ein Kollege vorbei, den ich seit 3 Jahren nicht gesehen habe, und wir haben in Kasachstan getroffen. Aus verschiedenen Umständen, die nicht näher zu erläutern sind. Sag das anders, wir haben uns im Gefängnis kennengelernt, in Kasachstan. Im kasachischen im Gulag. Im kasachischen Gulag. Fakt ist, damals war es halt so, dass halt aus verschiedenen Umständen, woran die Person selbst nicht schuld ist, woran auch ich nicht schuld bin, sondern... War doch irgendwas mit seinem Pass, meintest du, oder was? Genau. Sein Ausweis sozusagen. Sein Pass hat die lokalen Behördlichkeiten nicht ganz zufriedengestellt. Und das dafür gesorgt hat... Das ist bei amerikanischen Spionen nun mal so. Er selbst ist Türke. Das ist bei türkischen Spionen nun mal so. Ach, scheiße. Und da war es halt so, dass die kasachische Behörden nicht so erfreut waren. Und es mit relativ großen Knarren, die größer sind als die Knarren hier im Spiel... Ja, okay. Uns bedroht haben, den Pass eingesackt haben und gesagt haben, dass er vermutlich jetzt, oh, das war ein sauberer Schuss. Jo. Dass er jetzt doch für 3 Tage ins kasachische Gefängnis soll. Ja, 3 Tage geht ja noch. Ja. Und daraus dann, werden dann nur leider schnell auch mal 3 Jahre oder so. Wie auch immer, und auf jeden Fall hätte er dann 5 Jahre Einreiseverbot in Kasachstan gehabt. Oh, das was jetzt vielleicht nicht so schlimm wäre, wie auch immer. Ja, das ist nicht das Allerschlimmste auf der Welt. Ach, da oben ist noch einer. Kommt drauf an. Aber ich komme aus allen Richtungen. Auf jeden Fall mussten wir in diesem besagten Tage hatten wir eine Information bekommen, ja, über eine weitere dritte Person, dass die Behörden sich zufriedenstellen würden, wenn wir halt $500 den irgendwie überreichen. Investieren würden. In bürokratischer Aufwand. Für die kasachisch-europäische Freundschaft auf jeden Fall. Bearbeitungsgebühr quasi. Und die Investition wäre halt auch in diesem Sinne, dass man halt... die es einer einzigen Person gibt. Und zwar der Chef. Dem Chefbearbeiter. Dem Chefbearbeiter. Deshalb, ich erinnere mich daran, wie wir halt dann wirklich dann mit Ach und Krach $500 zusammengetrieben haben. Das Prozedere war, eine schöne Plastikfolie zu nehmen, da ein paar Dokumente drin zu haben. Wir haben die Fahrzeugpapiere genommen. Und zwischen die Fahrzeugpapiere das Kleingeld reinzustecken. Ist doch gut. Genau. Danach so kriege ich immer mein Gehalt jeden Monat. Genau. Problem war natürlich auch eine Sprachbarriere. Also die sprechen ja da alle Russisch. Ja. Deshalb durch meinen Hintergrund. Und ihr sprecht nur Korruption, deswegen. Durch den Hintergrund, durch meinen Hintergrund bin ich des Russischen mächtig. Danke, Mama. Du bist sowieso sehr mächtig. Okay. Scheiße, Mann! Wieso genau. Ist denn das hier so eine Kacke? Und auf jeden Fall musste ich in diesem Sinne den Vermittler spielen. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall sind wir in die Polizeibehörde reingegangen. Deshalb sind zu dem Hauptofficer gegangen oder wie auch immer der das ist mag. Genau, der hatte diese Waffe da. Die Kalaschnikows! Der hatte genau diese Waffe da. Deshalb. Und dann hat er halt dann seine Kollegen rausgeschickt, uns gebeten, dass wir ihm das Geld übergeben. Er hat dann lautstark posaunt, dass dies eine gigantisch große Ausnahme ist, dass es auch bloß all seine Kollegen hören, während ich ihm die $500 zugesteckt habe in der Plastikfolie. Wie auch immer. Auf jeden Fall, also sprich, wir haben eine bewegende Geschichte mit dem Kollegen hinter uns, der war hoch erfreut, dass er irgendwie dem Knast entgangen ist, wie auch immer.
Und er war gestern da. Und da hat er gesagt, er hat Bock auf Burger. Und ich habe ihn in die Oderberger Straße geführt. Oderberger Straße geführt. Die an sich ganz nett ist für diverse Drinks, für ein paar Biere, für ein paar Cocktails. Mein bester Kumpel aus der Grundschule hat da gewohnt. Ich war da sehr oft. Es ist eine tolle Straße. Die ist schön. Ist schon schön. Ist auch touristisch. Sagen wir noch nicht so ganz erschlossen, glaube ich. Nee, ist tatsächlich so. Die war auch damals noch eine der letzten ranzigen Ecken in Berlin. Die ist nicht mehr ranzig. Aber ranzig ist sie nicht mehr, aber... Aber sehr angenehm. Ich mag's. Ich mag's mehr als die Simon-Dach-Straße. Ach Gott, da brauchen wir noch nicht drüber reden. Das ist ja. Wobei die Simon-Dach-Straße auch Spaß macht. Naja. Da bin ich leider anderer Meinung. Da bist du schon mehr der Merengedamm. Ja, ich bin auch einfach zu wahrscheinlich prätentiös, aber ich finde, dass wenn ich da rumlaufe und mir überall nur die grölenden Besoffenen entgegenkommen abends und überall die gleiche Techno-Musik. Ich versuche mich schon zurückzuhalten. Das ist nicht schön. Aber du schaffst es einfach nicht. Nee. Immer grölst du so viel. Wie auch immer. Und deshalb sind wir halt zum Oderberger gegangen. Nein. Und deshalb in der Oderberger Straße. Es war ein netter Burger, auch preis-leistungstechnisch war das vollkommen in Ordnung. Ich sag mal, für Menü waren es, glaube ich, 8 Euro. Ein schöner Burger. Das ist ja preiswert Pommes in Berlin. Also. Preiswert, genau. Und ein schönes Bier dazu. Du musstest, glaube ich, da... Ja, aber will er nicht... Wie komme ich jetzt hier? Also, das habe ich ja eben schon probiert, das da vorne ranzustellen. Und jetzt klappt es nicht. Wollen sie irgendwie nicht. Doch, jetzt wieder. Stand noch nicht genau richtig. Wie auch immer. Glitchy Glitch. Und deshalb, ich habe mich halt gestern die ganze Zeit gefragt, wo kriegt man denn einen richtig guten Burger? Es gibt halt auch in der Schönhauser Allee den Yellow Burger. Der Yellow Burger ist ziemlich gut, ja. Ach stimmt, wir waren doch da. Aber so der, also man kann, wo muss ich denn eigentlich hin? Ich schwinge hier so wild rum. Aber wo muss ich hin? Da du musst vorne, da an die Wand. Ne? An die Wand. Du hast mir die alle an die Wand gestellt. So, du, der Berlin Burger International ist ansonsten so der beste, würde ich sagen. Da war ich jetzt schon dreimal. Wo ist der? Der ist im Ostkreuzberg, also der ist ein Stückchen so Richtung Kotti von uns aus. Und der ist auch fantastisch. Vor allem sind da die Pommes auch super geil. Da ist alles geil an dem Ding. Da stimmt einfach alles. Ach, hier oben. Weil meine Freundin und ich, wir haben auch lange diskutiert nach dem Yellow Burger. Also der Burger war gut, aber die Pommes waren halt ein bisschen matschig. Die waren halt irgendwie... Und das ist der BBI, der Berlin Burger International, hat die besten Pommes Berlins, würde ich sagen. Ja. Die besten Süßkartoffelpommes. Wir müssten das mal ausprobieren. Ja, dass du mal zusammen gehen. Aber der hipsterischste Laden in Berlin. Also man darf auf das Publikum, da darf man nicht achten. Ziemlich tollpatschig. Weil die sind... Ich dachte, man kann hier hoch. Weil die sind... Also eine hipsterigere Truppe findest du nicht. Da hat keiner normal... Da heißt keiner Maria oder Thomas. Die heißen garantiert alle Schöllem oder Karl oder... Weil das muss ja auch ausrufen lassen. Ja, klar. Das ist unfassbar. Und die haben alle so Hipster-Klamotten an und so. Das ist richtig schlimm. Damit kann ich leben, solange der Burger gut ist. Nee, der Burger ist fantastisch und die Pommes sind auch fantastisch. So. Ach, da hoch. Guck mal, da hoch. Hoppa! Hier ist auch eine schöne Kletterecke, muss man sagen. Aber wenn ich von Schottland eins erwartet habe, dann schönes Klettern, ehrlich gesagt. Und auch die Monroes. Ja, komm. Uppa! Aber bis jetzt ist noch nicht wirklich ersichtlich, dass es Schottland ist, muss ich sagen. Es könnten auch die Alpen sein. Ja, wobei, ist schon ganz schön schroff hier so die Ecke. Ich weiß nicht, die Alpen. Willst du mir jetzt als Geologe sagen, dass die Alpen nicht schroff sind? Naja, was wir alles durchlebt haben in den Dolomiten. Kommt ein bisschen auf die Ecke der Alpen an, ja. Und hoppa, ich war ja letztes Jahr erst in Österreich im Urlaub, da sah es nicht so aus. Da war das alles viel smoother. Na komm. Erodierter, geebneter. Ja, nee, auch schon sehr, sehr steil und so, aber halt irgendwie nicht ganz so zackig und kantig. Wie komme ich jetzt? Hallo. Du musst einfach an seine Hand springen. Jetzt muss ich darüber. Ja, dann kletter ich zurück. Nein, ich hab doch. Toll. Scheiße. Och Mann, oh. Just as Mommy used to make. Ja, okay. Und nochmal. Ist das echt so gedacht? Naja, jetzt war das ja gerade falsch, was ich gemacht habe, also wahrscheinlich nicht. Da muss ich hin. Oh, und wieder zurück. Opa. Aha, so war das. Ja, eigentlich hätte ich nur einfach eine Stufe runterklettern müssen, aber ich bin zu doof gewesen. Geschafft. Was ist dein zweiter Platz der Burger-Initiative? Na, wie gesagt, ich würde sagen, BBI ist auf Platz 1, auf Platz 2 ist jetzt dieser mir namentlich unbekannte Burger. Ich liebe den Burger im White Trash Fast Food, im Treptower Park.
mittlerweile ja, früher ja am Rosa-Luxemburg-Platz. Kenne ich auch nicht. War einer der besten Läden Berlins, bis er leider in eine unmögliche Stelle, nämlich in den Treptower Park, umgezogen ist. Weshalb man da nur noch viel seltener vorbeikommt. Also Rosa-Luxemburg-Platz. Treptower Park ist schön, aber der Rosa-Luxemburg-Platz. Ja, aber es ist halt viel zentraler, du kommst halt viel leichter mal vorbei und mal ran. Und das war so einer der Läden, wo also ich hier jeden zweiten Festtag irgendwie Geburtstag von mir oder einem Freund gefeiert habe. Das ist einfach ein geiler Laden, weil da gibt es auch die besten Nachos der Stadt und dann eben auch geile Burger. Die schmecken immer noch genauso gut, aber ist halt ein bisschen blöder, dahin zu kommen. Okay. Und dann halt dieser unbekannte Laden an der Oranienburger wäre so die Top 3, würde ich sagen. Das Bird hat auch immer fantastische Burger. Davon die sind aber auch pricey, ne? Naja, die kosten halt so 10 Euro. Die sind lecker, ist richtig. Mit Pommes, also ist halt so 2 Euro teurer. Aber jetzt hier in dem Laden an der Oranienburger kostet es auch, glaube ich, Menü 59 oder 10. Ja. Also es ist jetzt 8 Euro, deswegen meine ich ja, ist schon sehr preiswert. Ja. So, ich würde sagen, wir machen ein kurzes Päuschen hier im Hohen Gras. Daniel spielt nächstes Mal weiter. Wir sind schon beendet. Wir waren gerade in dieser schönen Diskussion, die führen wir... Wir haben die Burger-Initiative abgeschlossen, würde ich sagen. Dann haben wir sie abgeschlossen. Ich meine, ich habe nichts mehr zu sagen dazu. Ich weiß nicht, ich habe keine weiteren Burger-Läden. Also die besonders gut sind, die ich rausstellen möchte. Ich überlege gerade die ganze Zeit, kriegt man selbst den besten Burger hin zu Hause? Nee, ich kriege die nicht so gut hin, ehrlich gesagt. Nicht so gut hin. Also ich habe schon 100 Mal probiert, ich habe erst vor ein paar Tagen wieder Burger zubereitet. Die waren nicht annähernd so gut. Außerdem, zu einem guten Burger gehören halt verdammt gute Pommes. Und verdammt gute Pommes muss ich zu Hause, kriege ich besser hin als im Laden, aber muss ich extrem viel Aufwand machen mit der Fritteuse und dem ganzen Scheiß. Was machst du denn da für einen Aufwand? Ja, das erkläre ich dir jetzt nicht, nachdem die Folge schon vorbei ist. Das ist richtig. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das bleibt unser kleines Geheimnis.